Erdbeer, Frosch, Animals, Tiere, Natur, Selmgensi, Seltsamgensi. Autor D. Seltsamgensi. Die Erdbeerfröschchen, Ophaga pumilio. Syn. Dendrobates pumilio, sind eine Art aus der Familie der Baumsteigerfrösche, Dendrobatidae. Sie erreichen eine Körpergröße von lediglich 2 cm und haben manchmal eine erdbeerrote Körperfärbung, jedoch treten viele verschiedene Farbvariationen auf. Erdbeerfröschchen quaken nicht, vielmehr erinnert der Ruf des Männchens an das Summen einer Biene, nur ist er viel lauter. Wie viele andere Vertreter der Familie der Baumsteigerfrösche sondert auch das Erdbeerfröschchen giftige Substanzen über die Hautoberfläche ab. Die Wirkungsweise dieser Gifte wird im Artikel Baumsteigerfrösche erläutert. Der Lebensraum der Erdbeerfröschchen umfasst die Tropen und Subtropen an der Atlantikküste von Nicaragua, Süden, über Costa Rica bis in die Mitte von Panama in Mittelamerika. Die Eier werden auf einem überwiegend trockenen Blatt abgelegt und durch das männliche Elterntier täglich mit Wasser befeuchtet. Die geschlüpften Larven werden vom Froschweibchen jeweils einzeln in der Achsel einer Bromeli abgesetzt. Die Larven werden bis zu 8 Wochen durch die Mutter versorgt. Sie sucht dabei jede Bromelinachsel auf, in der sie eine Larve abgesetzt hat, und füttert dort ihren Nachwuchs mit sogenannten Abortiveiern, also Nähreihern, die selbst nicht entwicklungsfähig sind, daher der neu vorgeschlagene Gattungsname Ophaga, Eierfresser. Das Erdbeerfröschchen ist die erste Froschart, bei der man ein derartiges Brutpflegeverhalten beobachtet hat. Erdbeerfrosch, Animals, Tiere, Natur, Selmgensi, Seltsamgensi. Autor D. Seltsamgensi. Die Erdbeerfröschchen, Ophaga pumilio. Syn. Dendrobates pumilio, sind eine Art aus der Familie der Baumsteigerfrösche, Dendrobatidae. Sie erreichen eine Körpergröße von lediglich 2 cm und haben manchmal eine erdbeerrote Körperfärbung, jedoch treten viele verschiedene Farbvariationen auf. Erdbeerfröschchen quaken nicht, vielmehr erinnert der Ruf des Männchens an das Summen einer Biene, nur ist er viel lauter. Wie viele andere Vertreter der Familie der Baumsteigerfrösche sondert auch das Erdbeerfröschchen giftige Substanzen über die Hautoberfläche ab. Die Wirkungsweise dieser Gifte wird im Artikel Baumsteigerfrösche erläutert. Der Lebensraum der Erdbeerfröschchen umfasst die Tropen und Subtropen an der Atlantikküste von Nicaragua, Süden, über Costa Rica bis in die Mitte von Panama in Mittelamerika. Die Eier werden auf einem überwiegend trockenen Blatt abgelegt und durch das männliche Elterntier täglich mit Wasser befeuchtet. Die geschlüpften Larven werden vom Froschweibchen jeweils einzeln in der Achsel einer Bromeli abgesetzt. Die Larven werden bis zu 8 Wochen durch die Mutter versorgt. Sie sucht dabei jede Bromelinachsel auf, in der sie eine Larve abgesetzt hat, und füttert dort ihren Nachwuchs mit sogenannten Abortiveiern, also Nähreihern, die selbst nicht entwicklungsfähig sind, daher der neu vorgeschlagene Gattungsname Ophaga, Eierfresser. Das Erdbeerfröschchen ist die erste Froschart, bei der man ein derartiges Brutpflegeverhalten beobachtet hat.